Ich soll auf den Kerzenstand hinweisen. Es geht nachher durch das Nordbahnhofviertel an den Rosensteinpark, an die Ehmannstraße, dort wo die Bäume gefällt werden sollen. Und diese Bäume sollen gefeiert werden. Darauf hingewiesen, dass sie eventuell gefällt werden, wenn unser Widerstand nicht reicht. Die Kerzen sind erhältlich am Stand der Senioren. Wir machen weiter im Programm. Gleich wird Klaus Gebhardt sprechen zu dem, was hier am Rosensteinpark gebaut werden soll. Ein paar Worte vorneweg. Herr Rüdiger Grube, ein Josef Blatter der deutschen Eisenbahngeschichte, hatte 2011 einmal vor einer Unternehmerversammlung zu punkten versucht, mit dem Hinweis, in Stuttgart würden jährlich 800 Bäume gefällt. Er wollte damals die anstehende Ausmerzung des mittleren Schlossgartens verniedlichen. Meine Nachfrage beim Gartenbauamt vergangene Woche, diese Zahl ist bestimmt zu hoch gegriffen gewesen. Jetzt geht es um rund 300 Bäume im Stadtgebiet. Ich gestatte mir jetzt aber den Hinweis auf ein aktuelles Zahlenspiel. Der Innenminister Friedrich, CSU, prahlt damit, dass Deutschland die meisten Flüchtlinge aufnehme. Er will damit eine menschenfreundlichere Asylpolitik abwehren. Die ARD brachte am Abend des Lampedusa-Unglücks eine andere Vergleichszahl. Pro 100.000 Einwohner nehme Schweden über 1.000 Flüchtlinge auf, Deutschland nicht mal 250. Ja, sagt da der Stammtisch, Schweden hat ja viel mehr Platz. Stimmt, aber Deutschland braucht Platz für noch mehr Großlimousinen von Daimler, Porsche, Audi oder VW. Die Schwierigkeit, unserem Protest aktuell mehr Gehör zu verschaffen, hat vielleicht manchen die Flügel gelähmt angesichts solcher Katastrophen, die größer sind vielleicht als Stuttgart 21. Trotzdem ist Stuttgart 21 eine Verschandelung und eine Schande, mindestens eine andauernde Beleidigung durchschnittlicher Intelligenz, die auch dieser Protest beanspruchen darf. Auch dann, wenn es um Bäume geht. Also bewaffnet euch anschließend mit den Kerzen für die Demonstration. Ich soll ja auch noch mal darauf hinweisen, dass bei dieser Demonstration eventuell hohe Stangen getragen werden mit den Transparenten. Die könnten die Oberleitung streifen und das wäre dann das Aus für unser Demonstrationsrecht. Und nun